Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Spiel, wieder aus der Game Pass Serie, ich glaube gerade erst hinzugefügt worden, Desperados 3. Wer so auf kleinere Strategiespiele spielt, steht, der ist hier genau richtig. Teil 1 und 2, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich meine, ich habe den ersten und den zweiten Teil sogar damals auf dem Amiga gespielt oder auf dem PC, ich weiß nicht mehr ganz genau, ist auf jeden Fall ewig her. Fangen wir mit dem dritten Teil mal an. Ich weiß zwar nicht, was die jetzt da groß verbessert haben oder wie viel besser das geworden ist, aber so ein bisschen gespannt bin ich schon. Gut, legen wir mal los. Untertitel, nehmen wir mit. Gucken wir gleich mal gucken, dass wir nochmal die auf Deutsch gleich einstellen können. Gameplay. So. Gucken wir mal, das ist bestimmt auf Deutsch, die gibt es schon auch irgendwo, ne? Hier nicht. Nope, brauchst du nicht speichern hier. Audio Controls. Da. Deutsch. Voice. German. Perfekt. So, warte mal, ich stelle mal kurz den Ton für uns ein hier. Eigentlich ist der Ton nämlich so laut. Das lassen wir auch so. Aber wir machen natürlich die Musik leiser. So, Musik runter auf 40, das reicht. Du hast den Ton vom Sound wollen wir natürlich genauso lassen. Macht, glaube ich, Sinn. So, alles übernommen. Zurück. Und zurück. Und dann fangen wir direkt an. Bin gespannt. Oh, ausgelehnte Schwierigkeit gerade. Feinde reagieren schnell. Deine Charaktere besitzen durchschnittlich viel Gesundheit. Hinweis, empfohlen für alle Spieler, die mit dem Echtzeit-Taktik-Genre vertraut sind. Hart. Was gibt's noch? Anfänger. Okay. Oh, Desperados, das ist ein Hinweis, nicht für den ersten Spieldurchlauf empfohlen. Egal, wie groß die Spielfähigkeiten sind. Okay. Wir machen normal. Wir sind da. Ja, hatten wir schon Deutsch eingestellt? So, ich bin gespannt. Die ersten beiden Teile haben richtig Spaß gemacht. Gucken wir, ob es der gleiche Protagonist noch mal ist. Weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Fängt an wie so ein Karl-May-Festival. Johnny, trödel nicht so. Na los. Bin direkt hinter dir, Pa. Die Coopers. Wir stellen vor, die Coopers. Oh, da läuft ein Skorpion. Und nette kleine Details. Seht ihr den da links? Oh, klein ist auch nicht der Skorpion, ne? Ich gehe vor. Du kommst nach und passt gut auf. Okay. Okay, ich spiele einen kleinen Jungen. Na gut. Kamera bewegen. Okay. LB, was ist das? Ah, okay, da kann man die Sachen auswählen. Und rechts kann man wahrscheinlich zwischen den einzelnen Akteuren wechseln. Okay. Auf, Johnny. Ziele, Vater einholen, Sicht und Ansicht zentrieren. Okay, da perfekt. Einmal die Steuerung durchgegangen. Schleichendes B. Verdammt, ich verdurst hier draußen noch. Was ist das denn? Wenn ein Feind dich sieht, wird sein Sichtkegel gelb eingefärbt. Erreicht dich das Gelb, so bemerkt der Feind dich, greift an und schlägt Alarm. Halte gedrückt und bewege den Cursor über einen Feind, um dir einen Sichtkegel anzeigen zu lassen. Okay. Da ist die erste Wache. Ah, guck mal, jetzt ich mich besser nicht erwischen. Okay, also geht da. Im Gebüsch können die mich wahrscheinlich nicht sehen, ne? Genau. Okay, jetzt die Frage, was ich machen soll. Sichtkegel. Verdammt! Ah, okay. Dieser Durst bringt mich noch um. Ich hab eine Idee, warte mal. Oh, warte. Guck mal da. Ah, dahinter komme ich nicht, ne? Nee, okay.
Ist doch die Frage, wo wir hin müssen. Wo müssen wir hin? Wir müssen durch die Tür, oder? Okay. Bewegt sich immer noch kein Stück, verdammt! Ah, warum geht wieder? Ah! Schnell. Alter, das war knapp. Ich meine, war voll im Sichtkegel drin, ne? Wenn der jetzt nicht ganz behindert ist, der Typ. Hätte der eigentlich merken müssen, dass ich da gerade längs geschlichen bin. Da ist mein Papa. Okay, wie gehen wir weiter? Du kannst das Spiel jederzeit speichern, indem du das Dingsbums drückst, okay? Der zuletzt gespeicherte Spielstand kannst du so schnell laden, indem du den anderen Knopf drückst und den gewünschten Spielstand auswählst. Mach von dieser Möglichkeit oft Gebrauch. Es ist ein beabsichtigter Teil des Spiels zu scheitern und es erneut versuchen. Ja, das glaube ich. So, wir speichern einmal. Das ist mein Junge. Jetzt bleib bei mir. Da vorne ist noch einer. Okay. Gehen wir dich daran hier. Cooper kann eine Münze werfen, um Feinde innerhalb des blauen Radius abzulenken. Halte LT gedrückt und drücke X, um die Münze zu werfen. Okay. Wir müssen ihn ablenken. Klar, ich werfe einfach eine Münze. Gute Idee. Für alle, die das... Dass er sich wegdreht. Ich erledige den Rest. Für alle, die sowas nicht kennen, könnt ihr gut mit Mario vs. Rabbids vergleichen. Das ist ungefähr das gleiche Spiel. Ach, ich kann nur bestimmt mal. Hä? Wieso kann ich da denn nicht hinwerfen? Gut, dann werfen wir die hier hin. Oder wo soll er sich denn hindrehen, ist die Frage, ne? Versuchen wir da. Die hat er nicht gehört. Ach so, muss in seiner Reichweite sein. So vielleicht? Hä? Alter Schwede, ist der schnell, der Cooper. Mein Gott. Hol dir das Messer wieder. Ruhig denken, schnell handeln. Und wir verstecken immer die Leiche. Du hast gut aufgepasst. Oh, guck mal, dann versinkt die leichte einmal Gras. Die arme Leiche. Mir nach. Bleib unauffällig. Speichern wir zwischendurch immer? Wenn man die Kamera mal nachziehen muss, muss man erstmal dran denken. Ist gar nicht so leicht. Und du vergisst mal das. Ich hasse Pferde, Billy. Der Showdown-Modus pausiert das Spiel, damit du eine Aktion pro Charakter planen kannst. Du kannst Aktionen sofort ausführen oder sie für später aufheben. Drücke nach oben, um in den Showdown-Modus zu wechseln. Hinweis, im Schwierigkeitsgrad Desperado. Pausiert der Showdown-Modus nicht das Spiel. Okay. Wirf die Münze zum Pferd. Gut, dass ich die dabei habe. Klar, kein Problem. Okay. Haben wir. Und dann? Okay, warte mal. Genau, wissen wir ja nicht, was das ist. Plan zurück, Plan ausführen. Okay, jetzt haben wir die hingeworfen. Was kommst du zu mir? Ich stehe hier nur Wache. Werf die Münze zum Feld. Okay, müssen wir nochmal machen. Schau mal hier. Ein falscher Penny kommt sofort. Okay, und dann verlasse den Showdown-Modus. Showdown-Modus. Und dann den Plan ausführen, oder was? Du bist der Schlimmste von denen. Hä? Das war jetzt ein bisschen blöd. Wahrscheinlich. Gut, dass ich die dabei habe. Hätte die Münze das Pferd treffen sollen, oder? Ich kümmere mich drum. Okay, Fähigkeit einsetzen. Und dann fortsetzen. Jetzt führe den Plan. Ah, okay. Mist, sie hätte davor stehen sollen, ne? Dann wäre sie, glaube ich, getroffen worden. War natürlich nicht ganz so clever. Versuchen wir das nochmal. Anders. Wir laden einfach nochmal, oder? Ah, ne, das können wir nicht. Jesus, drin. Oh, ich hasse. So, sie ist jetzt nochmal da. Wir suchen uns nochmal von da. Sie muss ja irgendwie da hingehen. Pass auf, wir gehen hier hin. Denn, ich hab noch jede Menge davon. Okay, unterwegs.
Gut, jetzt Showdown-Modus verlassen. Was kommst du zu mir? Ich stehe hier nur Wache. Wir sollen sie mal zum Pferd gehen jetzt. Wenn sie dahinter steht, werfen wir die Münze und sie wird dann vom Pferd getreten, oder? Ja, du. Oh. Alter Schwede! Wie cool ist das Pferd denn bitte sehr? Weggeballert, die Tante. Hey, Pa. Ja? Wie viele Männer hat Frank eigentlich? Ist doch egal, Junge. Mann gegen Mann, da hast du immer eine Chance. Man muss das Rudel nur ausdünnen. Der Vater ist bekannt dafür anscheinend. Abgesperrt. Ja, hab ich mir doch gedacht. Was können wir machen? Also gut, Junge. Zeit für eine Herausforderung. Siehst du die Strickleiter dort oben? Du musst sie zu mir herunterwerfen. Okay. Zoomen gedrückt halten. Ah, okay. Man kann ein paar Sachen machen. Okay, warte mal. Da ist eine Ranke. Da gehen wir doch mal hoch. Ich kann nicht schon runterzoomen, aber... Kletter mal da hoch. Ja, los. Ja. Und dann hier links? Ah, sind wir hier oben drauf. Okay. Und du? Gut gemacht. Das ist mein Junge. Das war leicht. Okay. Halt den Kopf unten. Da sind noch mehr. Wenn du geduckt bist, kannst du dich sicher durch den dunklen, gestreiften Bereich der feindlichen Sichtkegels bewegen. Ah, okay. Gut. Da sind drei Männer, okay. Du musst einen Weg finden, dich da durchzuschleichen. Hast du schon von Lindbergh gehört? Sie hat doch glatt die letzte Flasche vom alten Hutch ausgeleert. Ah, das erklärt, warum der alte Saftsack so einen Hass auf sie hat. Ah, okay, man kann es so machen. Okay, warte mal, wir speichern nochmal kurz. Aber am besten... Und was glaubst du, was er nun macht? Sie aber wo gucken die denn hin? Auffordern? Ja, hier längst, hier dürften die mich nicht sehen. Also warum sehe ich denn Sichtkegel von... Freund ist die Flasche. Da, jetzt den Sichtkegel. Von denen würde ich sehen, genau. Also wir können auf jeden Fall hier längs kommen. Ich würde auf Hutch setzen. Keiner ist so gemein wie er. Und so schnell. Ja, außerdem. Er guckt dahin, aber ich brauche. Wie guckt der andere denn, ist die Frage, ne? Zittert wie Espenlaub. Er sieht mich doch, wenn ich hier längs schleiche, andere, oder? Ah, da kann ich, okay. Ich setz $5 auf Hutch. So. Ah, der sieht mich ja komplett. Die Wette gilt. Lindbergh hat Haare auf den Zähnen. Was ist denn, wenn ich... Ein falscher Penny kommt sofort. Hast du das gehört? Ich speichere nochmal. Komm raus, du rotzbesoffene, whisky-stehende Wildsau! Hier bin ich, du unnützer Saufkopf! Könnt ihr mich nicht sehen da drüben? Hinter uns! Doch, bestimmt. Hast du das gehört? Das geht nicht gut aus. Na los! Er kann mich doch auch sehen, da wenn ich da springe, oder? Oder im Schraffierten nicht. Guck nach vorne, Junge. Das Duell geht uns nichts an. Ach so, da kannst du mich ja nicht sehen in dem Bereich, okay. Und... Du machst mir keine Angst, du dämlicher... Siehst du den Typen hinten bei der Klippe? Lenk ihn mit deiner Münze ab. Dann kann ich beide erledigen. Okay, dann müssen wir erstmal hinkommen. Schnell speichern, machen wir? Runterspringen. Oder schnell speichern muss man dran denken. Sonst vergesse ich das wahrscheinlich immer und dann ärgern wir uns einfach nur. So, müssen wir mal gucken, wie wir ihn da. Den Typ meiner Klippe, meinst du den da hinten, ne? Kann ich da einfach durchschleichen? Ah, okay. Gut, dass ich die dabei habe. Können wir hier drin, nach drinnen ablenken vielleicht? Probieren's mal. Was war das?
Oh, was macht er? Boah, den hat er aber weggenockt. Er atmet noch. Fessle ihn schnell, bevor er wieder zu sich kommt. Bin gleich fertig. Gut gemacht. Und jetzt versteck ihn in den Sträuchern. Machen wir. Ganz schön schwer. Achso, ich dachte, ich könnte ihn auch da runterwerfen, wie man sieht, ne? Wir bringen ihn in die Sträucher, okay. Guter Junge. Auf geht's. Was sagt, steht denn hier? Leichen kannst du in Gebüschen, Häusern und anderen Orten verstecken. Geh nahe ran, um sie aufzuheben. Ist ein Feind bewusstlos, musst du ihn zunächst fesseln. Während du eine Leiche trägst, musst du B drücken, um sie abzulegen. Okay. Das ist doch ganz gute, nette Erinnerung da mit dem Speichern eigentlich. Komm, runterhüpfen, ne? Wir müssen weiter. Kamera drehen, RT gedrückt halten. Ein falscher Penny kommt sofort. Hä? Achso, whoop, die in die Richtung, ne? So. Eieieiei. Wir müssen aufpassen hier, dass wir nicht runterstürzen. Wo kommen die alle her? Egal. Man weiß nicht. Siehst du den Kran dort oben? Ja. Wie wär's, wenn du raufgehst und die Ladung runterlässt? Wird erledigt, Sir. Sie sehen mich doch da, oder nicht? Also er kann mich sehen, sobald ich da hochkomme. Das heißt... Wir müssen die alle ablenken, aber wie? Speichern wir schnell. Hey, 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 hey. Also, die können mich da auf jeden Fall sehen. Gut, dass ich die dabei habe. Und hier, das bringt mir gar nichts. So weit kann er nicht werfen. Aber vielleicht von hier aus. Ich habe noch jede Menge davon. Okay. Vergiss es. Das ist nichts. Hey, okay, ja, okay. Okay, das war dumm. So. Er sagt, ich soll die Ladung auf die fallen lassen. Wie soll ich denn überhaupt da hinkommen, ist die Frage, ne? Ach so, jetzt habe ich sie. Okay, jetzt habe ich gesehen. Warte, warte. Komm mit, wir gehen einen anderen Weg. Boop, boop, boop. Kommen wir hier längs. Irgendwas. Oh. Oder wir Glück gehabt. Gut, pass auf. Gut, dass ich die dabei habe. Was ist das für ein Lärm? Okay. So, mal ganz kurz gucken, wegen dem Lichtkegel von den anderen hier. Könnt ihr mich einer sehen von? Nee. Als ihr euch, kann ich da hochklettern, ohne dass ihr das jemand mitbekommt. So, was hat er hier? Du kannst alle interaktiven Objekte und Feinde hervorheben, indem du LS drückst. Ah, okay. Das ist natürlich auch praktisch. Gehen wir mal hier rüber. Immer an das Speichern denken, ne? Ich weiß nicht, ob ich dir da folgen kann. Was bringt mir das? Ich kann da runtergehen zwar, aber ich könnte auch einfach jetzt das benutzen. Wir speichern mal vor. Wir benutzen das mal. Wow! Da war der Cooper aber wieder schnell. Gemacht, Junge. Bleib dort, ich komm zu dir. Achso. Ja, ich komm auch dahin. Wie cool, ey. Ein cooler Typ. Oh. Gut gemacht, Junge. Du kennst das Spiel. Warte, bis ich zurück bin. Ich dachte, ich wäre so weit. Nächstes Mal. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Warum kann ich nicht mitkommen? Gib mir einfach eine Knarre. Eine Knarre, hm? Ich will, dass du den Baum aus 15 Schritt Entfernung triffst. Na, getroffen hat er den Baum. Weg, nur nicht. Wenn du das schaffst, bist du bereit für eine Knarre.
Bis später, Johnny. Na, der Papa weiß, was er will. So, und damit haben wir die Einführung geschafft, würde ich sagen. Und das Intro beginnt. Mimi-Mimi-Mimi-Spiel. Oh, das erinnert mich immer an die meisten Gamer. Mimi-Mimi-Mimi. Erstes Kapitel. Der Doktor und die Braut. Gefällt mir ganz gut bis hierhin. Ich hoffe, euch auch. Gucken wir mal. Wir fangen das Intro mal an, oder das nächste. Rupft sie ordentlich, Jungs. Nehmt alles, was glänzt und alles, womit man sich blind saufen kann. Eieieiei. Wenn der Zugüberfall ist. Zeigen wir ihn, wer der Boss ist. Scheiße, in Deckung! Hier lang, wir greifen von der Seite an. Verdammt! Er hat uns gesehen! Boom, der hat aber mal eine Kugel abbekommen. Er ist da oben! Schnappt ihn! Wer ist er? Der Doktor? Anscheinend. Lass ihn nicht entwischen! Oh, da haben sie ihn gestellt. Knallt sie ab, Jungs! Was ist denn das für ein fetter Überfall? Ha! Noch einer für Bacon! Lass mir welche übrig! Auch mal ein langer Zug. Rocky Mountains, Bias Pass, Colorado. Wir müssen bei Brissinger Raiden wie die Amerikaner. Obwohl das Quatsch ist, ne? Na, was ist da drin? Whoops, da ist der Cooper drin, würde ich sagen. Der ist schon cool, oder? Zack. Moinsens. Da hat sich wohl jemand verschluckt an meinem Messer. Irgendwas sagt mir, dass du nicht zum Fahrkartenstempeln hier bist. Anscheinend machen wir einen unplanmäßigen Halt. Ich sehe besser nach, was los ist. Was für ein fantastischer Einstieg bei diesem Spiel. Ja, bis jetzt sehr gut. Kann unterhalten. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn wir das nächste Mal weiterspielen. Ich sage trotzdem erstmal vielen Dank und wenn ihr Lust habt, lasst mir doch ein Like da, abonniert meinen Kanal oder haut auf die Glocke. Dazu bin ich auch ab und zu bei Twitter zu erreichen. Gar nicht so viel, denn ich gucke da wirklich nur ganz selten mal rein. Aber kann man mir trotzdem folgen, denn ich lasse mir da immer die neuen Videos erscheinen, wenn ich welche hochgeladen habe. So verpasst man auch nichts. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss.